Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Video zwischendurch, was ich eigentlich seit 4 Wochen filmen möchte. Und zwar war ich Anfang Januar im Action und ich wollte euch auch noch unbedingt meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Aber ihr merkt schon daran, dass ich 4 Wochen jetzt gebraucht habe. Mein Privatleben lässt es zurzeit einfach kaum zu, außerhalb von dem einen Video die Woche mehr zu machen. Und auch das ist manchmal schon ziemlich eng. Jedenfalls habe ich mir heute gedacht, heute habe ich mal am Nachmittag ein bisschen Zeit. Ich möchte euch das unbedingt zeigen. Also ihr seht meine Weihnachtsgeschenke, meine kreativen. Ihr seht die Sachen, die ich im Action gekauft habe. Und ihr seht auch schon Sachen, die ich damit gebastelt habe. Und ich würde sagen, wir legen los. Etwas außerhalb der Reihe bei meinem Weihnachtsgeschenken habe ich Stempel und ein Stempelset und ein paar Stanzen bekommen, die aus Holland stammen, denn dort war ein Teil meiner Familie im Urlaub und hat zum einen hier diesen total schönen Hirschkopf von Card Deco Essentials, Find It Trading. Jedenfalls fand ich den total cool. Ist halt, naja, so 5 cm groß, würde ich ungefähr sagen. Aber was mich noch mehr gefreut hat, sind diese Stanzen von Studio Light. Die machen so total coole Body. Und ich habe sie noch nicht ausprobiert, werde ich jetzt aber bald machen. Jetzt waren sie noch in der Kiste mit, muss ich erstmal noch zeigen. Jedenfalls finde ich die total cool, werde ich ausprobieren und euch dann mal meine Meinung zu sagen, wie ich die finde. Dann geht's los mit den Weihnachtssachen. Und zu Weihnachten war es sehr Tim Holtz-lastig, sagen wir es so. Ihr habt es ja in den letzten Wochen auch schon bemerkt, wenn ihr die Karten gesehen habt, die ich gebastelt habe. Ich lege einfach mal los. Was ich euch schon gezeigt habe, und ich verlinke euch die Sachen, die ich online finden kann, auf jeden Fall unten in der Infobox, wenn ihr euch die mal genauer angucken wollt. Als erstes, damit haben wir schon mehrfach gebastelt. Dieses Stanzen-Set, ich glaube Vintage Label, ja genau, Vintage Label heißt es. Ideen zeige ich euch gleich, mag ich sehr gerne, muss ich noch ein bisschen mit rum experimentieren. Ihr könnt die Stanze mit bestimmten Farben einfärben und kriegt dann quasi diesen Farbabdruck in der Mitte. Und das finde ich total cool, ist mal was ganz anderes. Dann, auch schon benutzt, wie man sieht, habe ich mir das Alphanumeric Theory, dieses Alphabet-Stanzen-Set, geholt. Und das Coole daran ist, damit haben wir auch schon gewerkelt, dass ihr die Buchstaben in 2 Größen habt, einmal 1 Inch und einmal 7/8 Inch. Und dann habt ihr dazu diese kleinen Vierecke und die könnt ihr drunter setzen unter die etwas kleineren Buchstaben und dadurch so das Ganze hervorheben. Sieht total cool aus. Und Alphabete gehen immer. Womit ich noch nicht gebastelt habe, deshalb ne, noch verpackt, ist dieses Set hier. Und zwar, ja, wie hieß das jetzt? Jetzt habe ich es doch mal ausgepackt. Genau, Specimen. Das sind die Specimen-Stanzen. Damit will ich mich einfach mal ein bisschen herausfordern, mal ein bisschen was anderes zu basteln. Schauen wir mal. Das Coole ist natürlich, ihr habt auch kleine Zahlen dabei. Das geht auch immer. Und dann starten wir mit Stempeln. Das erste Stempelset ist dieses hier. Und das habt ihr bereits gesehen. Wenn nicht, werde ich euch die Videos zu den verschiedenen Stempelsets auch nochmal unten verlinken. In der Infokarte kann ich nur 5 Videos verlinken. Das wird nicht reichen. Deshalb verlinke ich euch die unten mit der jeweiligen Zeit nochmal, sodass ihr das findet und die Kartenidee mit dem Tutorial euch anschauen könnt. Mit diesem Stempelset Floral Elements habe ich diese Karte gebastelt und ihr findet hier auch das Etikett wieder, was ich euch eben schon gezeigt habe. Die Hintergrundstanze, dazu kommen wir gleich noch, aber das ist meine erste Kartenidee mit diesem Stempelset und ich liebe dieses Stempelset. Ein Stempelset, was ich noch nicht benutzt habe, ist das Ticket Booth. Denn dazu habe ich letztes Jahr ganz, ganz günstig die Stanzen bei Sizzix UK gefunden. Und ich habe es noch nicht benutzt, aber ich wollte gerne das Stempelset dazu haben,
zu den Stanzen, damit man eben das schön kombinieren kann. Ein weiteres noch verpacktes Stempelset ist dieses hier, Field Notes. Da habe ich mir gedacht, das ist mal cool für die Hintergrundgestaltung. Man hat hier auch noch ein paar Etiketten. Fand ich auch mal was anderes. Wie gesagt, ich möchte mich ein bisschen weiterentwickeln hier und da Sachen ausprobieren. Und dafür fand ich das total cool. Ist auch genial, wenn ihr Post verschickt, Umschläge. Damit kann man die total cool bestempeln und noch ein bisschen schön aufhübschen. Ein Set, das ich schon benutzt habe, sind die Tiny Text. Das ist natürlich ein Set, da braucht man Leute, die die englische Sprache beherrschen, sonst ist das jetzt nicht so das. Aber was ich schön finde, es sind halt super viele kleine Sprüche, Aufmunterungssprüche auch dabei, die man überall mal so mit draufsetzen kann. Auch in das Innere von einer Karte ist so ein kleiner Spruch immer eine tolle Sache. Damit habe ich gewerkelt. Die Karte, ja doch, war die erste Männerkarte, die ich dieses Jahr gebastelt habe. Ein Thema, was ich total vernachlässigt habe. Hintergrundstanze zeige ich euch gleich. Und hier habe ich auch wieder der große Kreis, ist ebenfalls von den Vintage Labels. Und hier seht ihr im Hintergrund, habe ich die Limited Edition gemacht. Ihnen ist das Ganze auch bestempelt. Auch der Stempel kommt gleich noch. Jedenfalls war das mal meine erste Idee mit diesem kleinen Set. Aber da kann man alles Mögliche verwenden. Der Finger oder die Hand hier, die ist aus Eccentric. Auch wieder ein Set, was sich super zum einfach mal in den Hintergrundstempeln eignet. Auch wieder super für Männerkarten, aber auch Umschlagdekoration, wenn ihr Vintage bastelt. Ist das ein total cooles Set? Da habe ich den kleinen Finger draus. Und hier im Hintergrund sieht er noch diesen Text. Und das ist auch einer meiner neuen Lieblingsschätze. Das ist Ledger Script. Den habe ich hier auf der Karte verwendet. Ich habe ihn aber auch noch auf einer anderen Karte verwendet. Und die Karte haben wir, glaube ich, noch im letzten Jahr gemeinsam gebastelt. Hier sind übrigens die Buchstaben, die Alphanumeric Theory. Den Schmetterling zeige ich euch gleich nochmal. Aber hier habe ich diesen Stempel verwendet und auf der anderen Karte habe ich den hier verwendet. Also ein total cooles Basic, muss ich sagen. Und das letzte Weihnachtsgeschenk waren hier noch die Floral Outlines. Mit denen habe ich gerade erst gebastelt. Und zwar diese Karte hier. Auch dazu gibt es eine Anleitung. Eigentlich zu allen Karten, die ich euch bisher gezeigt habe, gibt es eine Anleitung, weil zu mehr komme ich ja gerade nicht. Außer zu dem einen Video in der Woche. Und da muss ich jetzt gerade mal schauen. Ich habe diesen Stempel hier oben verwendet und ich liebe das. Dieses Set passt natürlich super vom Stil zu diesem hier. Hier habt ihr das eben als fertiges Bouquet. Hier könnt ihr euch das Bouquet selber zusammenstellen. Ich mag den Stil einfach. Es lädt dazu ein, mit Aquarellfarben zu kolorieren und ganz sanft. Da braucht man nicht die Riesenkenntnisse von Schattensätzen, weil das einfach immer gut aussehen wird. Es ist einfach ein tolles Set. Und ich habe mit denen auch schon direkt ausprobiert, als ich das Set geschenkt bekommen habe. Aber ich glaube, ich werde in meinem Chaos das nicht finden. Ah ja, hier sieht es chaotisch aus. Auch wenn ihr mir das immer nicht glauben wollt. Aber das war meine Kartenidee dazu. Ja, und dann geht es noch zu den Action-Sachen. Und das sind Stempel und Stanzen. Ich glaube tatsächlich, dass ich euch die beiden Stempel schon gezeigt habe. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, deshalb wollte ich es nochmal mit aufnehmen. Der Schmetterling, den habt ihr hier gerade schon bei der Karte gesehen. Und die Blüte, mit der habe ich diese Karte gebastelt. Und hier habe ich auch den Aquarellkasten vom Action ausprobiert. Und mal damit ein bisschen gewerkelt daraus ist diese Karte entstanden.
Nun habe ich aber weitere Motive gefunden. Und das sind, da habe ich mich entschieden, diese drei mitzunehmen. Daraus möchte ich nämlich unbedingt noch eine Babykarte basteln. Ihr werdet jetzt auch irgendwann im Laufe der nächsten Monate noch ein Babyalbum sehen. Das kann ich jetzt nur noch nicht zeigen, weil es noch bei mir steht und noch nicht verschenkt wurde. Aber da habe ich eine total coole Kartenidee mit. Auch in Kombination mit den Slimline-Stanzen. Und die haben mich erinnert an die Stempel, die es im letzten Jahr gab. Damit habe ich eine Karte gebastelt. Eine davon konnte ich jetzt gerade in meinem Vorrat noch finden, nämlich die mit dem Elefanten. Während ich weiß, ich habe mit dem Faultier auch eine gemacht, die werde ich euch unten verlinken. Ich habe sie jetzt leider nur nicht so schnell in meinem Vorrat gefunden. Ich mag die total gerne und wie gesagt, mit denen habe ich auch schon was im Kopf, was ich euch dann später noch zeigen werde. Dann gibt es ja noch diese neuen Clearstem-Sets und da habe ich mir drei mitgenommen. Zum einen dieses hier, weil ich die Pusteblume so schön fand. Gebastelt habe ich mit allen dreien tatsächlich noch nicht. Habe ich aber noch vor. Schmetterlinge sind auch immer schön. Ich mag auch die Blüten hier. Da lassen sich tolle Frühlingssachen mitmachen. Dann, eben haben wir ja schon gesagt, Alphabet geht immer. Ein schönes Alphabet, auch noch mal ein paar Zahlen mit dabei. Das finde ich gerade dann später für die Adventskalender. Ich weiß, sind wir gerade erst durch. Aber mein Gehirn funktioniert so. Da können wir die wieder super mitverwenden. Und fürs Scrapbooking habe ich dieses Set noch mitgenommen. Ich möchte unbedingt wieder mehr scrappen. In meinem Leben ändert sich in den nächsten Wochen ein bisschen mehr, sodass ich hoffe, dass ich ein bisschen mehr Zeit haben werde, wieder zu basteln, mich vielleicht auch mal dem Scrappen zu widmen. Ich werde bald meine Masterarbeit anfangen oder die Forschungen zu meiner Masterarbeit. Gehe dafür nicht mehr noch zusätzlich zum Studium arbeiten. Deswegen, es wird sich einiges für mich ändern und wir schauen einfach mal, wie sich das hier so auf dem Kanal in der Zeit entwickelt, würde ich sagen. Aber wir machen weiter, die Stanzen. Ihr werdet sie sicherlich schon bei vielen gesehen haben. Es gibt sie ja nun schon eine Weile, aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen und auch noch mal die Ideen, falls ihr nicht alle Videos mitbekommen habt, beziehungsweise schon mal ein bisschen Inspiration habt. Die Herzchenstanze. Die hatten wir ja gerade schon bei der Karte hier. Und die kann ich mir auch total gut vorstellen, die ganzen Herzchen für Shaker-Elemente zu nehmen, für Valentinstag, für Geburtstagskarten. Ist das ein toller Basic-Hintergrund, den man immer mal wieder rausholen kann. Für mich ist es ja immer wichtig, auch wenn ihr dann nicht immer alle Projekte seht, zurzeit schon, aber sonst ist das ja ein bisschen anders, dass ich einfach so Basic-Sachen habe, die ich immer wieder verwenden kann. Ein bisschen was anderes ist dann dieses Set, obwohl ich mag das mir sehr gerne. Damit habe ich noch nicht gebastelt. Ich habe mir tatsächlich die Sets erstmal primär wegen der großen Hintergrundstanzen geholt, weil die finde ich wirklich toll. Hier haben wir jetzt noch einiges zum Strand. Ich finde die Palme auch total cool. Ich kann es auch einfach mal umdrehen. Die Sonne, man merkt halt, wenn ihr schon länger jetzt die Stanzen sammelt von Avec, die Sonne, ich weiß nicht, in wie vielen Sets die es schon gab, die Berglandschaften wiederholen sich auch sehr häufig. Also es gibt einige Stanzen, die ich inzwischen doppelt habe. Die Berglandschaften hole ich mir auch nicht mehr. Da habe ich jetzt genug. Aber hier ist zum Beispiel auch noch so eine coole, sehe ich gerade, so eine kleine Bordüre. Das kann man auch immer super unter ein Etikett setzen, einen Stern, einen Seestern. Also hier sind auch so ein paar coole Sachen dran, die man zwar nicht immer gebrauchen kann, aber die mal so ganz cool sind für das ein oder andere Projekt. Damit habe ich jetzt noch nicht gebastelt. Dann haben wir dieses Set hier. Da finde ich auch die Hintergrundstanze wieder total cool mit den verschiedenen Bereichen. Damit habe ich gebastelt, nämlich mit der Libelle. Und da habe ich euch diese beiden Karten gezeigt, die ich super schlicht, aber sehr, sehr schön finde. Ich mag sie total gerne. Let's celebrate kann man zum Geburtstag. Für Abschlüsse, für alle möglichen
Ereignisse. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Für alle möglichen Ereignisse einsetzen. Die Hintergrundstanze, die ist auch neu. Das ist nämlich diese hier, die ihr sowohl in dem DIN-Lang-Format verwenden könnt, aber wie ich euch eben auch schon gezeigt habe, auch auf A6-Karten. Das geht auch. Deswegen mag ich euch so gerne mit diesen Stanzen auch noch mehr zeigen, um euch die Vielfalt zu zeigen, dass ihr sie nicht nur für die Langkarten benutzen könnt. Dann, einige mögen das Format ja auch nicht so gerne. Ihr könnt sie aber auch schön für eure DIN A6-Karten einsetzen. Zwei Sets habe ich jetzt noch mitgenommen. Zum einen hier diese Waldszene mit dem Pilz oder mit den Pilzen, dem Vögelchen. Auch hier mag ich die Hintergrundstanze sehr, sehr. Ich finde aber den Pilz auch total cool. Auch das ist mal was anderes, finde ich. Blümchen, ja, Blümchen kann man immer mit verwenden. Aber auch hier fand ich wieder den Hintergrund wirklich toll. Auch damit werde ich mir noch was einfallen lassen. Und zum Schluss ist dann dieses Set noch eingezogen. Hier finde ich diesen angedeuteten Klappmechanismus total cool. Und da habe ich auch die Idee für die Babykarte mit. Das möchte ich gern kombinieren. Ihr habt hier auch noch einen Marienkäfer, ein süß gezeichneter Schmetterling. Also das ist ein Set, was man sicherlich sehr gut für Kinder- und Babykarten verwenden kann. Noch eine Grasbordüre, hier so ein bisschen Wolken, die man darstellen kann. Oder eben so als Bordüre für einen Kartenrand geht das auch super. Und ihr seht, ich habe alle Sets mitgenommen, außer hier dieses mit den Bergen, weil das sehr ähnlich ist zu anderen Sets. Und ich habe auch nicht das mit der Straße hier mitgenommen, weil das nicht so meins ist. Ich habe auch noch ein anderes mit einem Auto, das habe ich noch nicht mal verwendet. Schande über mein Haupt. Das werde ich aber noch, da habe ich auch schon, seitdem ich das habe, eine Idee mit. Ich habe es noch nicht gebastelt. Aber das sind die Stanzen, die bei mir aus diesem Release mit eingezogen sind und mit denen ich auf jeden Fall noch einiges basteln werde. Ich hoffe, euch hat diese Inspiration zu meinem Einkauf beim Action und zu meinen Weihnachtsgeschenken gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr hier durch dieses Video auf mich gestoßen seid oder ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann verpasst ihr keine weiteren Ideen, die ich mit diesen und auch mit ganz vielen anderen Produkten habe. Für mich gilt immer, ihr benutzt das, was ihr habt und sonst gibt es meistens eine Alternative im Bastelschrank, die man stattdessen verwenden kann. Deswegen, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Und alle anderen Karten, die ich euch gezeigt habe, findet ihr unten nochmal verlinkt mit dem jeweiligen Tutorial. Bis dahin. Tschüss.